Aber wo wir auch gerade beim Zusammenleben sind, du hast geheiratet, standesamtlich, das hattest du uns ja damals schon erzählt, wo wir euch besucht haben beim Konzert. Und du möchtest jetzt auch nochmal kirchlich heiraten. Wirst du ein Brautkleid tragen? Natürlich werde ich ein weißes Kleid tragen. Hast du dir schon eins angeguckt? Das finde ich ja immer so toll. Wirklich, man fühlt sich ja dann wie eine Prinzessin, oder? Ich habe das gestern gemacht, wirklich. Ich hab überall geguckt, ich weiß nicht, bestimmt 20 Läden und ist alles zu viel, immer tralala und das mag ich nicht. Ich mag so mehr so schlichte Sachen und ich habe gestern das Kleid gefunden. Ich war so happy, wir haben ein Glas Champagner drauf, aber Dennis hat es noch nicht gesehen. Nee, darf der Bräutigam ja auch nicht sehen. Und wirst du einen Schleier tragen, weißt du schon, Schleier oder so ein Krönchen? Darf ich nicht verraten, weil wenn der Dennis Bravo TV anguckt, dann weiß er das. Es muss eine volle Überraschung sein. Ja, hast du denn ein Foto von ihm? Wir wollen noch mal sehen, wie der glückliche Ehemann aussieht. Ja, ich habe was mitgebracht. Ah, da unten. Und zwar... ein das, wunderschönes Haar. Ja, das hat mir ein Fan verschenkt. Also ich muss... Geschenkt. Ich muss zugeben, ich mag normalerweise nicht so Kitsch-Sachen, ja. Aber ich fand das so süß hier irgendwie so. Patricia Dennis Traumpaar. Also das ist von, wie heißt sie? Melissa Schweiger aus Weinburg. Hat sich echt Mühe gegeben. Ja, total süß, ne? Hat auf Konzert so hochgehalten und dann auf die Bühne geschmissen und ja, das bin ich und Dennis im Backstage. Ja, weißt du denn auch schon, wann der Termin ist oder magst du es uns verraten? Also ich wollte eigentlich nicht, weil es ist mir wichtig, diesen Tag für uns zu behalten. Ich hoffe, dass die Fans auch Verständnis dafür haben. Ja, denke ich schon. Das ist den einen Tag so für nur uns. Ihr beide. Und ganz klein, also wir haben auch nur wirklich ganz, ganz enge Freunde und Familien und ganz also ich bin simpel. Nicht dabei. Nee, Anschluss auf keinen Fall. Weil du keinen Anzug hast, gibt's genau. Nein, weil ich nicht zu diesem engen Kreis gehöre. Ich bin eben... Ja. Aber das wird dann bestimmt eine tolle Party, weil man heiratet ja eigentlich nur einmal. Ja, das stimmt. Das Wir machen viel Spaß. Eine tolle Party, auf jeden Fall. Irische Party und russische Party. Ja. Das, ja. Das wird eine Katastrophe, wäre das.